Heute für euch die Geschichte der Todesser erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über die Todesser, Lord Voldemort und die Entstehungsgeschichte von ihnen sprechen. Die Todesser sind Voldemorts innerster Kreis und viele von uns sind sich bewusst, dass diese dunklen Hexen und Zauberer eine absolut brutale Kraft darstellen, die von niemandem außer einer Person kontrolliert werden können. Lord Voldemort höchstpersönlich. Außerdem zeigen sie keine Gnade oder Mitgefühl für ihre Opfer. Warum, wirst du dich fragen? Nun, das ist eigentlich ganz einfach. Alles, was sie tun, geschieht im Namen von Lord Voldemort. Sie sind ihm ein Leben lang treu ergeben und dienen ihm vollkommen. Und wir kennen Lord Voldemort und seine Gnade, die quasi nicht existiert. Voldemort war bei der Schlacht von Hogwarts bereits 71 Jahre alt und das heißt, er hatte also mindestens 35 Jahre lang Anhänger gesammelt. Die Frage hier ist, was hatte Voldemort vor, als er in seinen 20ern und 30ern war? Hat er nur Anhänger gesammelt? Ja, ich weiß, er arbeitete bei Borgin & Burks, aber es gab da noch keinen Lucius Malfoy, es gab auch keine Bellatrix Lestrange und es gab erst recht keinen Severus Snape. Diese kamen erst in seinen 40ern und 50ern. Die Frage hier bleibt eigentlich, gab es schon Todesser vor Lord Voldemort oder kam diese erst mit und durch ihn? Ich denke, das ist eine sehr interessante Frage, die durchaus berechtigt ist. Wer so viel Macht und Zeit hat, kann Großes vollbringen und dazu gehört natürlich auch eine Art Todessekte zu gründen. Fangen wir mit Tom Riddle selbst an. Die Wahrheit ist, er hatte immer Leute um sich, die bereit waren, die Drecksarbeit für ihn zu erledigen. Leute, die glaubten, dass sie seine Freunde seien, aber ohne dass sie es wussten, wurden die Freundschaften nicht wirklich erwidert. Tom Riddle hatte kein Verlangen nach Freunden. Tom hatte kein Verlangen nach Liebe oder geliebt zu werden. Er kümmerte sich nur um sich selbst und seine Ziele. Und das blieb so bis zu seinem Tod. Wie auch immer, lasst uns in der Zeit zurückgehen. Zurück zu der Zeit, als Tom ein Schüler in Hogwarts war. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Tom eine ziemlich etablierte Person war und sogar ein recht erfolgreicher Zauberer. Tom wurde in der Schule gefeiert als der größte Zauberer, der in Hogwarts wandelte seit Albus Dumbledore. Mit diesem Ruf kam natürlich großer Respekt und Anerkennung von den anderen Schülern. Und viele Schüler suchten seine Anerkennung. Sie wollten ein Teil seiner Gruppierung sein und wollten sich einfach an ihn und seinen Erfolg dranklammern. Einige teilten sogar seine Ansichten über das reine Blut und so wurde der Begriff Todesser geboren. Nach seinem Ableben in der Welt der Zauberer verschwand er für über 10 Jahre nach Albanien. Damit bleibt die Frage, was geschah mit ihm, bevor er unter dem Namen Lord Voldemort zurückkehrte? Und was geschah davor in seinen verbleibenden Monaten in Hogwarts mit seinen Freunden und Anhängern? Glaubten sie wirklich an seine Überzeugungen? Voldemorts Anhänger waren in der Anfangszeit wirklich sehr loyal, da sie dieselben Überzeugungen hatten. Die Gruppierung half Tom in seiner Schulzeit Rätsel zu lösen und sogar die Kammer des Schreckens zu öffnen. Bevor der Begriff Todesser zustande kam, nannte sich diese Gruppierung Ritter von Walpurgis und es gab einen ganzen Abschnitt, der ihnen gewidmet ist und wofür sie wirklich standen. Also existierte bereits eine Gruppierung vor Lord Voldemorts Zeit. J.K. Rowling sagte 2003 selbst, dass sie eine ausführliche Geschichte über die Geschichte der Todesser aufgeschrieben hat. Das Problem ist jedoch, dass sie nicht dachte, dass sie sie jemals brauchen würde und das ist die harte Realität bis zum heutigen Tag. Diese rassistischen Hexen und Zauberer haben keine Skrupel, die unverzeihlichen Flüche anzuwenden und unter anderem für Folterungen oder Tötungen zu benutzen. Sie sehen sich selbst als den Schwarzen Orden, der ihr Geburtsrecht vertritt. Die meisten von ihnen sind durchaus ehemalige Slytherin-Schüler. Auf dem linken Unterarm aller Todesser befindet sich ein dunkles Mal, das wie eine blasse Tätowierung aussieht. Mit diesem verzauberten Brandmal kann Voldemort die Todesser versammeln. Alle Todesser müssen Voldemort lebenslange Treue schwören, die er auch gnadenlos einfordert. Um seine Anhänger zu disziplinieren, verwendet Voldemort unter anderem hemmungslos den Cruciatusfluch und bestraft seine Anhänger regelmäßig. Nur selten belohnt er seine Helfer. Aussteiger gibt es nicht, sie werden im Normalfall hingerichtet. Die Todesser wagen es nicht, ihren Meister bei seinem Namen zu nennen, sondern betiteln ihn mit Dunkler Lord, ebenfalls weil sie Angst vor dem Tod oder seiner Bestrafung haben. Die meisten sind nicht wirklich loyal und glauben an alles, was er sagt, sondern haben eher Angst vor ihm und folgen ihm deshalb.
Es gibt einige ursprüngliche Todesser aus Voldemorts Schulzeit. Aus der Clique um Voldemort in Hogwarts entstand nach der Schulzeit seine Anhängergruppe, die wie schon gesagt den Namen Todesser trug. Einige Beispiele aus dieser Gruppierung sind folgende: Avery Senior, Lestrange Senior, Rosia Senior und Augustus Rookwood. Und dieser wurde Anfang 1996 aus Azkaban befreit. Ein später verworfener Entwurf von J.K. Rowling für das erste Kapitel des ersten Bandes sah einen Todesser namens Pirates vor, der es danach nie in die Harry Potter Bücher geschafft hat. In einem Interview vom 19.06.2003 verrät die Autorin, dass sie weit mehr über den Hintergrund und die Entstehung der Todesser weiß. In diesem Zusammenhang erzählte sie auch, dass die Todesser ursprünglich die Ritter von Walpurgis heißen sollten. Lasst uns nun herausfinden, warum sie denn diese beiden bestimmten Namen gewählt haben und wofür sie eigentlich stehen. Der Name enthält eine Menge Informationen. Die Theorie besagt, dass als Salazar Slytherin Hogwarts verließ, ging er nicht ganz alleine. Es war nicht so, dass alle gegen Salazar Slytherin waren und sie ihn verstießen und weitermachten wie bisher. Es gab viele, die den Hogwarts-Gründer unterstützten. Viele glaubten, dass er das Richtige tat, und genau diese Leute wurden zu den Rittern von Walpurgis. Aber warum sind sie dann erst wieder aufgetaucht, nachdem Tom Riddle wiederkam? Die Ritter von Walpurgis wurden ursprünglich gegründet, um sich gegen die Angriffe der Muggel zu schützen. Doch mit der Zeit wurden sie besser darin, sich vor den Muggeln zu tarnen, als sich aktiv zu verteidigen. Sie bauten versteckte Städte und knüpften Beziehungen mit den Muggeln der politischen Elite, um ihre magische Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und da die zaubernde Rasse nun verborgen war, wurden die Ritter nicht mehr gebraucht, aber die Organisation wurde nie wirklich aufgelöst. Lasst uns aber nun auf den Namen zurückkommen. Es ist eine Anspielung auf das Wort Walpurgisnacht, einem Ereignis aus der tatsächlich deutschen Literatur. Bei diesem Ereignis feiern die Hexen mit dem Teufel, im Grunde eine Feier der Macht der Magie. Daher haben die Ritter, die der Magie dienen, den Namen Ritter von Walpurgis angenommen. Sie sind so etwas wie die Freimaurer gewesen, eine geheime Organisation, die im Hintergrund agierte und ihre Aufträge erledigte. Viele sind der Meinung, dass die Malfoys zum Beispiel seit Jahrhunderten Mitglieder der Ritter von Walpurgis sind. Das erklärt, warum sie so unverblümt und schroff waren, wenn es um ihre Haltung zur Aufrechterhaltung ihrer reinblütigen Familie geht. Aber wie dem auch sei, was man nicht ignorieren konnte, war Toms magisches Talent. Er war etwas anderes, er war absolut nicht von dieser Welt. Tom Riddle war der rechtmäßige Erbe von Salazar Slytherin und war der erste Anführer der Ritter von Walpurgis. Er wollte die Zauberergemeinschaft ehren, indem er die Tradition mit seiner eigenen Gruppe von Anhängern fortführte, um das edle Werk des Hogwarts-Gründers Salazar Slytherin zu vollenden, dem Mann, der die Gründung der Ritter inspirierte. Aber so sehr Tom Riddle Salazar Slytherin auch verehrte, er wollte sein eigenes Ding machen, und so wurden die Ritter von Walpurgis zu den Todessern. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.